Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema AngularJS. Hallo Welt! In diesem Video möchte ich drei neue Direktiven, also HTML-Tag-Erweiterungen von AngularJS vorstellen. Eine neue Funktion und einen neuen Filter. ng-modell ist eine Direktive für die HTML-Tags Input, Select und Text Area, um eine Eigenschaft beim Scope zu erstellen. Um es mal so zu formulieren, es wird eine Variable erstellt. Der Name der Variable steht zwischen den doppelten Anführungszeichen. Das ist hier x. Der Input-Tag erzeugt ein Eingabefeld mit dem Typ Text. Und zwar hier Zeile 10. Und hier oben sieht man dann schon mein Eingabefeld. Der Inhalt des Eingabefeldes ist der Wert der Variable x. Die Variable kann ich auch einsetzen zwischen geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, und dazwischen steht halt x die Variable. Und so wird der Wert ausgegeben. Das Besondere und Tolle ist bei AngularJS, der Wert wird sofort aktualisiert, sollte sich was ändern, und sofort ausgegeben. Wenn ich jetzt hier in mein Eingabefeld irgendwas eingebe, wird der Wert sofort ausgegeben. Die Direktive ng-show ist gleich in doppelten Anführungszeichen eine Variable, zum Beispiel x. Versteckt ein Element so lange, bis die angegebene Variable einen Wert besitzt. Also speichern, dann Seite aktualisieren und es wird noch nichts angezeigt. Der Div-Container ist noch nicht zu sehen, weil ich hier oben in mein Eingabefeld noch nichts eingegeben habe. Also die Variable x besitzt noch keinen Wert. Und wenn ich jetzt hier was eintippe, zum Beispiel nur ein w, hat die Variable x dann den Wert groß w und der Div-Container wird angezeigt. Bei ng-height ist es genau andersherum. Wenn ich jetzt hier schreibe ng-height ist gleich in doppelten Anführungszeichen x, speichern und Seite aktualisieren, wird Hallo angezeigt, also der Div-Container, weil die Variable x noch keinen Wert hat. Wenn ich jetzt hier irgendwas eintippe, ist der Div-Container nicht mehr zu sehen. Mittels das erstmal weg. Mittels Punkt LENGTH wird die Länge des Wertes ausgegeben. Also zum Beispiel, wie viele Zeichen oder Buchstaben in einem Wert stecken. Dann speichern, aktualisieren. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Welt hinschreibe, dann sind das vier Zeichen, also vier Buchstaben. Durch den Filter Limit to Doppelpunkt n kann man die Anzahl der Elemente begrenzen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel senkrechter Strich Limit to das t groß geschrieben Doppelpunkt 3 hinschreibe, dann dürfen nur drei Buchstaben, also drei Zeichen ausgegeben werden, nicht mehr. Speichern. Und Seite aktualisieren. Und wenn ich jetzt hier hinschreibe Welt, dann werden nur die ersten drei Zeichen ausgegeben. Ist egal, was ich jetzt noch eingebe, es wird nichts mehr ausgegeben. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.